Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Okay. Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Das heißt also, wir sind jetzt die kleine Lara und können uns mal bei ihr umschauen. Achso, jetzt wollte ich gerade ihre Kräfte aktivieren. Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Weiße Königin, okay. Was ist denn hier die ganze Zeit im Rumlaufen? Achso, das sind Vögel. Ich dachte schon, hier ist ein Hund. Und wieder so eine komische Beutelratte oder so. Was war da hinten? Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Tödliche Präzision. Meistens. Meistens. Wurfobjekte. Ich nehme mal an, dass ich jetzt aber da hinten die Zielscheibe treffen soll, oder? Obwohl, eigentlich wirft man ja sowas in ein Loch oder so rein. Können Sie ja mal da probieren. So. Yay, getroffen! Wir hätten vielleicht auch direkt den Eimer ansteuern können. Ach, hier sind nochmal so Kugeln. Okay. Die Weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Oh, das sieht aus wie so ein Kerker. Da kommt man dann auch nicht raus. Aber da gibt es keine Punkte für, wenn ich die jetzt hier so... Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Mein lieber Scholli, also ganz ehrlich, ich wäre froh gewesen, wenn ich so ein krasses Teil hätte als, also gehabt hätte als Kind. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Hat mich dieses Viech jetzt gerade erschreckt. Also es tut mir leid, aber ich muss mich hier mal so ein bisschen umsehen, weil das ist ja doch ziemlich lustig. Schon krass gemacht. So. Ah, Moment, kann ich die vielleicht? Nee, kann ich nicht. Okay. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Wahnsinn, was das für ein Anwesen ist hier. Ich meine, gut, das ist Croft Manor, ja, dieses Croft-Anwesen. Ist schon heftig. Ja, kann ja aber nicht hochklettern, ne? Ein Schatz. Wir haben einen echten Schatz gefunden. Wir sind jetzt am Ende, am Ziel. Wir können jetzt das Spiel beenden. Da kommt sie mit auf die andere Seite. Komme ich denn da hoch? Anscheinend nicht. Okay. Moment, jetzt war gerade ein A drin. Ja, toll. Hm? Das verbotene Grab ruft. Jetzt. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Aber dann bin ich wieder da, wo ich eben war. Da wollte ich doch gar nicht hin. Okay, dann wieder zurück. Aber ich denke mal, wir sollten jetzt eigentlich die Hausaufgaben machen. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Oh nein, nicht Lara. Wenn es sein muss. Ah. Daddy ist auch in der Nähe. Mir irgendwas einsammeln oder so? Sieht nicht danach aus.
alles nur Erwachsenenkram. Also ich denke mal, damit darf sie dann gar nicht so spielen. Aber ich habe ihn doch jetzt gerade gehört. Das heißt, ich muss doch irgendwo in der Nähe vom Eingang normalerweise gewesen sein. Da habe ich ihn von drinnen gehört. Oh, es ziehen Wolken auf. Aber es ist ja schon genial gemacht. Also jetzt auch so das Wetter und so. Das ist schon geil. Absolut geil. Moment, hier geht's aber raus, oder? Oh, tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache, haltet ihr andere vom verbotenen Grab fern. Das verbotene Grab, okay. Ja, Daddy, wie sollen wir denn die Hausaufgaben machen, wenn wir gar nicht dahin kommen? Das hast du uns nicht erklärt. Hier ist auch nichts mehr zum Einsammeln. Aber ich denke, dass wir irgendwo in die Richtung auf jeden Fall müssen. Es sei denn, ich kann da... Kann ich da hochklettern? Ah, sie kommt schon hoch, aber irgendwie nicht so, wie sie eigentlich sollte. Und hier? Hier kommt sie gar nicht mehr hoch. Was ist das? Mein persönlicher Dschungel. Ich muss ihn durchschreiten. Dazu fällt ihr natürlich wieder nichts ein. Aber da oben... Moment, da oben ist aber ein Fenster offen. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Da kann ich hier hoch. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Aber der König will doch, dass du deine Hausaufgaben machst. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Okay. Jetzt? Achso, kann ich... Ah! Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Oder muss ich hier nochmal ums Eck? Weil der will nämlich nicht... Doch, jetzt kann ich hochgehen. Die ganze Zeit drücke ich nach oben. Die ganze Zeit will der nicht. Ich hoffe, dass das arme Mädchen jetzt hier nicht abstürzt. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Oh, okay. Nein, jetzt habe ich mein Fenster zugemacht, oder? Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Ich wollte nur mal erwähnt haben, Jungs und Mädchen da draußen, macht das bloß nicht nach. Also das ist mega gefährlich, was kleine Lara hier gerade macht. Geh weg! Lara, das ist nur ein Vogel. Der kann nichts dafür, dass du Angst hast. Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr. Und denkt nicht mehr daran. Ja, deswegen guckt es auch die ganze Zeit nach unten. Das war so cool. Eieieiei. Jetzt wisst ihr alle, warum ihr das nicht nachmachen dürft.
Fast geschafft. Es wäre nur einfacher, wenn man wüsste, wo man hin muss. Aber sie scheint ja ihr Zimmer ganz oben zu haben sie in dem Anwesen. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Ein unsichtbares Kraftfeld. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Ja, auf den Gipfel. Und wir schauen mal so ein bisschen hier rum. Das ist doch eine richtig tolle Aussicht. Auch wenn da hinten anscheinend irgendwas... Ach so, nee, das sind hier die Schornsteine, die am Brennen sind. Okay. Schön vorsichtig. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wo du... Ach, du willst nach rechts, ich sehe schon. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Ja, sie muss vor allen Dingen mal weitergehen, wenn man drückt. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Und jetzt? Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Ja, das habe ich doch heute irgendwie schon ein paar Mal gehört. Ich denke allerdings, dass ich nach rechts muss, aber ich wollte hier mal gucken. Ist alles zu? Da ist ein Balkon. Oder muss ich doch dahin, wo die Tür offen ist? Achso, das war der Balkon. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Das ist cool. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? 30 Nord, 90 Ost war das. Also man kann die Dinger anscheinend irgendwie bewegen oder so, ja. Okay. Die Frage ist nur, nach welchem System sollen die bewegt werden? Ich muss 30 Nord und 90 Ost auf dem Globus finden. Ach, auf dem Globus. Ah, okay. 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 Ja, andersrum, hallo. Und ach so, das ist verstehe, das ist gar nicht das, sondern das muss man wahrscheinlich hier machen, wo sie jetzt wieder wegspringt. 90 Ost. Nee, das ist West. Die Liebe Licht um Toast. Geschafft! Okay. Also das wäre mal ein cooles Anwesen für mich gewesen als Kind. Croft hat das Verbotene mit Fuß, die weiße Königin. Da hinten ist was hervorgehoben.
sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Hallo? Das kann man nicht? Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Kann man da eigentlich? Nee, man kann nur die vorgefertigten Türen machen. Okay. 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Die Flügel entfalten sich. Oha. Okay. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Die Ritter mit Schild. Da haben wir zwei blaue. Heißt das, die blauen sind richtig oder heißt das, die blauen sind falsch? Eine Stammesmaske aus Afrika. Aus Gold. Ashanti vielleicht. Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Okay. Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? Kann man sich nicht angucken? Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Oh. Okay, das heißt, dass wir jetzt hier erstmal wieder runterklettern. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Ja, die Frage ist nur, in welche Position? Da hinten sehe ich noch was. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Das heißt, dass wir theoretisch... Gehst du doch ran? Das ist ja im inneren Kreis. Das heißt, wir müssten theoretisch die hier rausnehmen. Die weiße Königin steht ja jetzt hier nicht drin, so wie ich das sehe. Die muss dann ja erscheinen, oder? Oder die muss nicht erscheinen. Also die stehen auf jeden Fall jetzt schon mal richtig, aber... Da muss eigentlich die weiße Königin rein. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, was davon jetzt die weiße Königin ist oder ob das vielleicht was ganz anderes ist. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien.
Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Boah, was für ein Arsch. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Harnisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. Also das ist blau und rot. Wir haben aber nur zwei rote. Ist das irgendwie wichtig? Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Schauen wir uns das spaßeshalber auch nochmal an. Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Das ist ägyptisch, ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Nee, oder? Da steht nur, dass sie nebeneinander... Ach nee, ne? Oh, ich glaube, ich weiß, wie man das machen muss. Ich bin so doof. Jetzt habe ich natürlich alle im Weg stehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich doof bin, weil ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich des Rätsels Lösung ist. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil das doch logisch wäre. So, warte mal. Schieben wir den erstmal nach... Ja. Deswegen... Ach ja, nehm es doch an. Deswegen ist der vermutlich auch so schön im Licht platziert, damit man das sieht. Aber ich bin natürlich, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dementsprechend, ach so. Wird die dann da rausgefahren? Ich würde mal sagen, vorsichtshalber. Tun wir das auch mal weg. Ja, weil da hinten ist nämlich keine Schiene. Das wäre logisch, dass, wenn das jetzt wirklich das Ergebnis ist. Also die Antwort des Rätsels ist so. Oh Gott, ich bin schon so aufgeregt. Ich kann schon gar nicht mehr klar denken hier. Mal schauen. Ja, schieb, beziehungsweise zieh. Komm. Ah. Das Schild reflektiert den Lichtstrahl. Okay. Okay, das ist dann die Antwort auf meinen... Auf meine Unsicherheit gewesen, ja. Ja, ja. Ah. Da ist sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Mit dem Globus kann ich die Leiter einziehen. Ah, okay, gut. Das ist ein sehr guter Hinweis. Dann machen wir das doch mal. Jetzt kann ich sie befreien. Ach, da muss ich die selber dahin schieben. Okay, beziehungsweise ziehen. Ich dachte, die wird jetzt hier automatisch hingeschoben. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Was für ein Toast? Nee, hier. Erstaunlich. Klein Lara ist eine tapfere Abenteuerin. Hab ich mit jetzt mein klopfendem gefunden? Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte, Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst.
Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Teddy? Der arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Lass mich nicht.